Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Also, der Michael meint, es wird anders ausgesprochen. Ich glaube ja, ich bin der Scherf im Übrigen, es heißt Rome. Ja, ich bin ja altdeutsch, in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen. Ich meine, das wäre ein altostfriesischer Name, der schlichtweg Rome ausgesprochen wird. Meinst du? Rome. Rome Götze? Ja, wahrscheinlich. Nicht Rome Götze? Ja, ich bin der Sprache nicht so mächtig. Du bist ja nicht so der Sprache. Es wird doch nicht erklärt, irgendwie. Man weiß es ja nicht. Was für, wo, aber ihr merkt schon, Michael Schulz ist durchaus in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Nein, bin ich nicht. Doch, nein, du wüsstest es doch sonst gar nicht. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Nein, ehrlich? Ich schwöre, ich würde, erstens bin ich nicht unterwegs und zweitens, wenn ich mir irgendetwas nicht angucken würde, das schwöre ich bei meinem Leben, dann wäre es die Seite mit dem Rome. Aber du hast es gelesen? Nein, ich habe es in der Zeitung gelesen. Du hast es in der Zeitung? Ach so, in der großen, mit diesen vier. Da, unter anderem mit der, die muss man ja lesen, wenn man den beschäftigt. Und da gab es auch Bilder? Da gab es auch Bilder, ja. 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 Aber ich war natürlich schon ein bisschen gerührt, weil die Füßchen von dem Rome, die sollen ja genauso aussehen wie die von dem Mario. Also das fand ich jetzt schon. Sagt wer? Ja, die Mutter. Ach, sagt die Mutter. Ja, das fand ich jetzt schon süß. In dem Alter schon Schuhgröße 44 oder was? Der arme Kerl. Ja, oder in dem anderen Alter Größe 24. Ihr merkt schon, wir sind mittendrin im Fachgespräch. Es geht im Übrigen um Fußball eigentlich in diesem Podcast. Ja, BVB-Legende der lange Michael Schulz und ich bin der Scherf. Und wir sprechen nicht nur über die Füße von Mario Götze und den Nachwuchs im Hause Götze und Namen von Fußballern. Wir sprechen natürlich auch über die Befindlichkeiten der Liga. Und der Michael meint, wir haben ein sehr interessantes Bundesliga-Wochenende hinter uns, weil... Ja, nicht nur interessant, sondern auch in Teilbereichen richtungsweisend bis vorentscheidend. Ja, weil es doch die eine oder andere Überraschung gab. Ne? Also jetzt kommen wir gleich auf den BVB zu sprechen, was natürlich ausgesprochen positiv war für den BVB war und dass man nicht erwarten konnte, dass alle weiteren Kandidaten, nämlich die anderen drei im Kampf um die Champions League Plätze, alle federn lassen. Da muss man natürlich das 1-1 von Paderborn in Leipzig hervorheben. Ja, unglaublich. Aber auch der 1-0-Sieg von Freiburg gegen Gladbach. Gut, das kann passieren. Freiburg ist ja keine Blindentruppe, die waren zu Hause stark. Aber man hätte natürlich jetzt zum Ende der Meisterschaft, haben wir ja gesagt, ne, Gladbach hatten wir beide auf dem Zettel in der Form, dass sie sich durchaus da jetzt reinbeißen können in diese Quali. Also da, das sind schon, finde ich, zwei Überraschungen. Ja gut, dass Leverkusen den Bayern verliert, war relativ klar. Aber, wie gesagt, dadurch den 1-0-Sieg des BVBs ist man jetzt... relativ beruhigender Vorsprung, finde ich, für die nächsten Spielchen. Für den BVB in Sachen Vizemeisterschaft und Champions League Qualifikation. 4 Punkte Vorsprung vor den Leipzigern, 7 Punkte Vorsprung vor Gladbach und Leverkusen. Normalerweise dürfte da nichts mehr anbrennen. Normal nicht. Nee. Guck dir das an. Die haben die letzten, glaube ich, 9 Spiele. Haben sie 1 verloren gegen Bayern. Und jetzt kommt's. Oder sogar 10 Spiele, ich weiß gar nicht, egal, 9 oder 10 Spiele, die letzten 9 oder 10 Spiele gegen die Bayern, 1 verloren, aber die anderen gewonnen. Also die ist ja nicht so, dass er nicht mal unentschieden dabei gewesen. Ja? Also das müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, denke ich, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte. Das kriegen wir hin. Und zwar am Wochenende für den BVB in Düsseldorf. Ja, und jetzt kommt's, Mathis. Du weißt, ich bin ja ein Freund der Statistik. Neuerdings. Du glaubst es nicht, was ich rausgefunden habe. Ja, du wirst es uns erzählen. Praktisch haben BVB und Düsseldorf die gleiche Statistik in den letzten 8 Spielen. Denn auch Düsseldorf hat nur ein einziges Spiel verloren und auch nur das gegen Bayern. Da kannst du mal sehen. Ist das nicht unfassbar? Das heißt, das sind quasi auch die Mannschaften der Stunde. Zumindest haben sie noch umgearbeitet. Gut, ich habe jetzt verschwiegen, dass Düsseldorf natürlich nicht nur eine Niederlage und 8 Siege davon getragen haben, sondern dass nur 5 Unentschieden dabei waren. Aber egal. Ja. Also Düsseldorf war ja schon weg. Ja, richtig, für alle. Stehen auf dem Relegationsplatz. So, und jetzt haben sie übrigens nochmal, ich wiederhole nochmal, 8 Spiele lang nur ein einziges verloren und das gegen Bayern, das muss man ja rausziehen. Also 7 Spiele praktisch, kein anderes verloren. Das ist, glaube ich, sagen wir mal, für einen Kopf im Abstiegskampf, wenn man sich jetzt so rangekämpft hat, wie die, nicht ganz so schlecht. Ne? Heißt aber nichts im Spiel gegen den BVB, das wird Borussia Dortmund gewinnen. Punkt. Ausrufezeichen. Ja, aber... Du fängst ja jetzt an zu tun. Das letzte Auswärtsspiel in Düsseldorf ist leider auch verloren gegangen. Ich weiß. Da fühlte man sich... Wir brauchen nicht reden. Natürlich wird der BVB gewinnen.
Bin ich ganz fest überzeugt, weil sie einfach zu stark sind. Also nochmal, also Hertha war ja schon eine richtige Aufgabe, das muss man sagen. Die sind ja auch, genau wie Düsseldorf, auch in so einem Aufwärtstrend durchaus, ne, der sehr beachtenswert war. Auch das haben sie rausgefahren, auch ohne Haaland und ohne. Wenn mal einer davon nicht trifft, kommt Emre Can und haut die rein. Sieht man mal, wie wichtig der Bursch in entscheidenden Spielen ist. Über den sprechen wir noch. Ja, so. Und dann glaube ich nicht, dass sie sich jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich meine, Düsseldorf musst du schlagen, auch wenn es in Düsseldorf ist, fertig. Und Haaland ist ja wieder dabei. Ne? Ja, zumindest als Joker. Also er scheint eine Option zu sein. Ja. Haaland ist wieder im Training. Mats Hummels darf auch wieder, ist wieder gelb entsperrt. Ja. Das heißt, du kannst mit dem anderen Leitwolf, mit Emre Can auch an anderer Stelle planen. Und Emre Can, das wissen wir eigentlich von Anfang an, seitdem er den BVB jetzt verstärkt, tut dieser Mannschaft einfach gut, ne? Absolut. Ja. Ja. Also wir haben das ja schon, ich sag mal, bei seinem Einkauf, also als wir noch gar nicht gespielt haben, haben wir schon orakelt, orakelt, dass es ein wichtiger Mann sein könnte. Weil? Weil er aufgrund seiner besonderen Mentalität, weil das eben auch so ein kleines Arschloch ist auf dem Platz, ich sag's mal, wie es ist, ja, was wir immer bemängelt haben, dass der BVB einfach zu nett spielt, Fairness-Tabelle ganz oben, ja, das nützt erst nichts. Ja. Emre Can ist ein nickliger Typ, ja, der auch mal dazwischen haut, wenn es drauf ankommt, ja, der auch im richtigen Moment tut, nicht einfach blind, sondern ja, ich glaube, der hat da schon ein gutes Gefühl, der defensiv stark ist und natürlich auch für den Spielaufbau was tut und auch jetzt noch torgefährlich ist. Das haben wir jetzt nicht so geahnt am Anfang, aber umso besser. Ne? Mir fällt aber noch einer spontan ein, über den wir uns nicht lange das Maul zerrissen haben. Darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nicht darum, den zu beleidigen oder ein Bashing zu machen. Er hat einfach urlange schlecht gespielt. Das war unser Freund Manuel Akanji. Absolut, ja. So, und jetzt fängt er wieder an. Wie du richtig sagst, ja. Ich glaube, wir haben ihn zu Recht kritisiert. Kritisiert. Total, weil er total Mist zusammengespielt hat. So, der war richtig, richtig von der Rolle. Richtig, so. Ja. Und neuerdings ist er wieder auf der Rolle. Ja. Und meinst du, willst du mich jetzt fragen, woran es liegt? Ist Vater geworden. Ja. Also ich meine, ich habe mich bemängelt, dass seine größte Sorge im Spiel war, dass er den Ball an die Hand kriegte. Ja, und bei jedem wichtigen Zweikampf um den Strafraum herum, seine größte Angst war, beide Hände in den Rücken zu kriegen und nicht auf den ballführenden Spieler zu gehen und den Ball zu blocken. Ja. Ich meine jetzt beobachtet zu haben, dass er da zwei, dreimal drauf verzichtet hat. Hört er unseren Podcast vielleicht? Bestimmt. Der Trainer, ich weiß es nicht. Ja. Pass auf, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch da orakeln. Liegt es daran, dass er keinen Druck vom Publikum hat, weil keine Zuschauer da sind? Wage ich zu bezweifeln. Liegt es an der Umstellung auf die Dreierkette? Ja, aber diese Fehler, die er gemacht hat. Machst du auch eine Dreierkette? Machst du auch eine Dreierkette? Also, ne? also vielleicht haben Gespräche stattgefunden. Ich weiß, ist auch völlig wurscht. War er zunächst bedient, so hatte man ja auch das Gefühl, dass er als vermeintlicher Abwehrchef einen noch größeren Riesen vor die Nase gesetzt bekommen hat mit Mats Hummels. Ja. Musste er erstmal anerkennen, dass Hummels wirklich eine Klasse für sich ist? Pass auf, kann alles sein. Es ist ja auch, nicht der erste Spieler, der irgendwie in eine Krise gerät, aus welchem Grund auch immer. Ne? Das passiert vielen. Aber da muss man auch tatsächlich sagen, einen Hut ziehen. Ne? Offensichtlich hat er irgendeine Einsicht gezeigt. Vielleicht hat es Gespräche gegeben. Das ist ja das, was einen großen Spieler auszeichnet. Dass er nicht meint, er wäre ein Großer und dann auf niemanden hört. Also offensichtlich scheint er irgendwas getan zu haben, was ihn steckt. Weil er hat ja nicht nur ein Spiel jetzt gut gespielt, sondern er hat jetzt permanent wirklich gute Leistungen gemacht. Diese ganzen Aussetzer, die immer wieder drin sind, kann ich mich jetzt gar nicht groß erinnern. Du hast jetzt keine Angst mehr vor seiner Ballannahme. Nein, wirklich nicht. Nein, die steht, ich meine, guck dir mal an, die Ergebnisse, ne? Also fast gar keine Gegentore mehr, die stehen gut da hinten. Woran auch immer es liegt, ich weiß es nicht, feststeht, er hat was getan, ja? Egal ob es von ihm kam oder wer auch immer es an ihn rangetragen hat, zumindest hat er es für sich angenommen und wichtig ist, dass er gut spielt und im Moment spielt er sehr gut. Die gesamte Dortmunder Defensive steht eigentlich wie eine Eins. Selbst das Gegentor gegen die Bayern war ja kein Tor, das durch eine erzwungene Aktion in der Defensive zustande gekommen ist, sondern das war ja eher Torhüter zu weit vom Tor und Kimmich hat sich gedacht, ich lupf mal. Ja, das war schon ein kleiner Geniestreich, der allerdings hätte verhindert werden können. Definitiv, das war dieses eine Gegentor definitiv zu viel in der Rückrunde. Heißt aber, das, was Favre eigentlich will, kann er jetzt zunehmend umsetzen. Nicht nur vorne auf Effekt und Zauberfußball, sondern hinten erstmal richtig konsequent verteidigen. Das klappt immer besser. Gut, jetzt sind wir am Ende der Saison. Wäre schön gewesen, das hätte schon früher geklappt. Aber es klappt also, richtig gut. Ja, aber wir haben auch, als sie hinten oft Mist gespielt haben, haben wir auch immer gesagt, es liegt nicht nur
an den Verteidigern. Es ist nun mal das gesamte Defensivverhalten. Und genauso ist es jetzt natürlich auch. Es hat definitiv, also schon im neuen Jahr, also in der Winterpause hat immer stattgefunden, denn sie haben ja direkt danach, auch ohne Akanji jetzt, ja, ist die ganze Mannschaft anders auf den Ball gegangen. Ne? Die haben einfach vorher das zu früh hergeschenkt und jetzt gehen die Jungs vorne richtig drauf, da werden die Wege schlau zugestellt, sodass diese schnellen Umschaltspiele oft, oder es wird auch rechtzeitig gefoult, da kommt wieder Enre Can, der macht das ganz oft. Ja? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt gewesen, daran siehst du, wie wichtig der für diese Mannschaft ist. Der hat dafür gesorgt, dass eben diese kleinen Fouls, ja, dann, die den schnellen Konter verhindern, oft gespielt werden. Also es gibt mehrere Gründe. Aber letztlich ist es natürlich so, wenn die Gesamtmannschaft defensiv besser spielt, hast du es hinten auch einfacher. Ne? Wenn die Spiele nicht immer frei reingespielt werden können und der Passspieler allen Platz und alle Welt und alle Zeit der Welt hat, diesen Pass zu spielen, sondern unter Druck gerät, kommen die Bälle nicht so genau, dann bist du als Defensivspieler, als Abwehrspieler dann auch schon wieder dichter dran. Also es hängt alles zusammen und insgesamt hat die Mannschaft definitiv einen Aufwärtstrend gemacht in der zweiten Halbserie. Das ist definitiv so und das heißt, wie gesagt, wir machen uns keine Sorgen vor dem Rest der Saison bei Borussia Dortmund und können damit das Thema Borussia Dortmund eigentlich schon für dieses Mal fast relativ schnell zu den Akten legen, oder? Also es ist ruhig beim BVB. Ruhig, ja. Moment, Bürki, habe ich gehört, verlängert jetzt wieder bald. Ja. Ja, ist sonst noch irgendwas? Reus trainiert auch wieder. Ruhig. War letzte Woche Riesenalarm. Mit der Friseurgeschichte wieder. Ja, die haben sie doch nicht alle. Tut mir leid, wirklich. Also. Ja, erst hatten wir die T-Shirt-Nummer, die ja gut ausgegangen ist. Ja, aber auch da, also. Ja, und jetzt diese Friseurgeschichte. Ja, aber also der Sancho scheint, ich sag mal, vom Geist her, sagen wir mal, umgekehrt proportional zu seiner fußballerischen Leistung sein. Also, ja. Dann kommt ja diese, dass wir uns nicht falsch verstehen, natürlich, gegen Rassismus zu demonstrieren, ist immer in Ordnung. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, wenn es verboten ist, ist es halt verboten, oder? Jetzt ist es halt zugelassen, ist es okay, freue ich mich, dass es so ist, aber das zu machen ist dumm, aber dann trainiert, jetzt kommt er letztes Mal wieder mit so einem Ding, Justice, no peace, ja? Was ja heißt, keine Gerechtigkeit, kein Frieden. So, jetzt macht er diesen Bullshit, ja, mit dem Friseur, ja, und wird dann natürlich für mich viel zu milde bestraft, aber also nicht halbwegs gerecht, ja. 10 Mille. Ja, aber anstatt zu sagen, ja, oh ja, ne, Entschuldigung, das war ein Fehler von mir, ja, das ist Gerechtigkeit, ich zahle jetzt mal 100. Da muss er noch irgendeinen Post machen, ja, und noch sagen, ja, was für eine Scheiße da, ne, dass die ungerecht oder was. Ne? Also da merkst du, der Junge, ich weiß nicht, von wem der beeinflusst wird, aber da oben so richtig laufen dann nicht alle Stränge in die richtige Richtung. Ne? Da muss man ein bisschen, also, ja, Und immer zu sagen, der ist erst 20. Ja, aber was willst du machen als Verein? Also wenn du diese Granaten in deinen Reihen haben willst, dann musst du möglicherweise damit leben. Und ja, pass auf, du musst bei so einem jungen Spieler, ne, das geht ja um die Zukunft. Ich meine, guck dir Dembélé an. Mhm. Ja, haben wir darüber gesprochen? Ich habe gesagt, Gott sei Dank ist der weg. Ja, jetzt wissen sie gar nicht, wo sie den hintun sollen, weil im Grunde will den auch gar keiner mehr haben. Ich könnte jetzt noch ein viel krasseres Beispiel bringen. Dann bring mal. Emre Mor. Ja, wer ist das? Ja, pass auf. Ja? Ja, aber Dembélé hat immerhin 100 Millionen gekostet. Ja, ja. Ja, oder 120, weiß ich nicht. Und Emre Mor galt als der nächste Messi. Ja, da gibt es ja Tausende von denen, ja, die 2 Wochen als Messi gelten. Ne? Aber Sancho hat ja wirklich Qualität, das muss man ja sagen. Auf dem Feld ist ja richtig klasse. Ne? Ja. So, jetzt läuft es auch noch. Aber, und bis jetzt, es wird alles verziehen. Es ist ja auch alles nichts Lebensbedrohliches, was er macht. Ja? Aber das sind immer wieder, er kommt immer zu spät und das geht einfach nicht. Ja? Und solange du es durchgehen lässt und er es nicht versteht, ja? Und solange es läuft, sagt die Mannschaft auch, ja, okay, er weiß ja, wer er ist. Ne? Wir hatten noch so einen Spieler, Mario Basler. Ja? Solange der die Tore geschossen hat, konnte er machen, was er wollte. Vor, nach dem Training, im Spiel, egal. Ja? Hat der Trainer auch gesagt damals, egal. Mario, bleiben Sie vorne, Sie sind eine ständige Bedrohung für unseren eigenen 16er. Ne? Dann haben wir ihm den Ball gegeben und dann ein Tor geschossen. Alles gut. Aber in dem Moment, wo du nicht mehr performst, keine Tore mehr schießt, dann fällt natürlich so eine Mannschaft wie so ein Rudel Wölfe über dich her. Ja? Und das kann, gerade wenn du jetzt in Vereine kommst, wo es richtig zugeht, kann das nachher knapp werden. Also im Sinne von Sancho sollte ihm dran gelegen sein, schnell zu lernen, dass das ein Mannschaftssport ist. Und dass, wenn man sich so durch so dumme Geschichten, auch wenn es nur viele kleine sind, da immer wieder ins Abseits bringt,
dass sich das irgendwann rächen kann. Ja? Das heißt, wir können ihm nicht unbedingt die internationale Wahnsinnskarriere prophezeien. Es hängt davon ab, ob er sich im Kopf weiterentwickeln wird. Oder ob er andauernd immer diese Leistung bringt. Aber ein tiefgroßes darf er sich dann nicht erlauben. Weil dann wird es, Beispiel Dembélé, ja, dann wird es irgendwann enger. Ja, das kann ich ihm also prophezeien. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich habe genug Spieler erlebt, ja, hast ja den Kollegen Mohr erwähnt, die jetzt nicht diese Qualitäten, aber auch total gehypt wurden und die aber auch noch schneller weg waren, als sie gekommen sind. Ne? Also ist, wie gesagt, es ist bis jetzt nichts Lebensbedrohliches passiert, aber man muss da echt, seine Berater, weiß nicht, der Verein, die müssen da irgendwann mal irgendwie ihn dazu bringen, daraus zu lernen. Ne? Fehler kann jeder machen. Jeder macht Fehler, ich mache Fehler, habe Fehler gemacht, du auch wahrscheinlich. Ohne Ende. Überhaupt kein Thema. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo man die Einsicht kriegt und was dran ändert. Das Thema wird uns hoffentlich in der nächsten Saison weiter begleiten. Dann wäre er nämlich noch bei Borussia Dortmund. Ja, das wäre schön. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn er da wäre. Ja. Ein genialer Kicker. Das ist ein Traum, dem zuzugucken. Ich meine, es weiß ja keiner. Die Frisur finde ich übrigens trotzdem scheiße. Ja? Okay. Jetzt, ich habe dir jetzt gesagt, nein, dass du es wagst, von Frisuren nein zu sprechen. Nein, also du weißt doch, ich darf sowieso nicht über Frisuren sprechen. Ja, stimmt, ja. Also ich würde mich super freuen, wenn ich deine Frisur hätte oder Sanchos Frisur hätte. Ich habe ja keine Frisur, ich habe nur lange Haare. Ja, das stimmt auch, ja. Auch darüber würde ich mich freuen. Nein, aber ich überlege gerade, machen wir uns Gedanken über die kommende Saison? Also, die DFL hat ja jetzt in einem neuen Papier wohl vorgesehen, dass die neue Saison irgendwann im September anfangen soll und dass man versuchen will, mit weniger Zuschauern zu starten. Ich stelle mir das noch ein bisschen schwierig vor. Dauerkarten kannst du dann eigentlich nicht verkaufen, weil dann müsstest du sagen, keine Ahnung was, so Dauerkarte Nummer 235 kriegt das 1., 4., 8., 12. Spiel. Ja, da musst du aber auch noch vernünftig auswählen, dass du nicht nur, gut, Paderborn kriegst. Ja, der andere kriegt aber dann das 3., 7. und 11. Spiel. Ja, dafür kostet die Karte aber auch nur ein Viertel. Ja, aber dann kriegt der eine Leverkusen, Bayern, Schalke. Das ist ein Restrisiko. Und der andere kriegt irgendwie Düsseldorf und Bielefeld und. Ja, das ist ja egal, sind auch schöne Spiele. Sind auch schöne Spiele. Ja, also ich pass auf die besondere Situation. Also wirst nicht jedem gerecht werden können. Irgendeine Regelung muss es kommen. Also, und es ist ja niemand gezwungen. Oder du meldest jedes Spiel als Demo an. Das wäre gut. Ja? Dann brauchst du übrigens, da kannst du volles Haus haben. Ja. Und niemand auf der Tribüne braucht einen Mundschutz. Richtig. Du brauchst keine Hygiene auf den Toiletten. Genau. Und die können alle schreien und machen, was sie wollen. Genau. Ja. Also jedes Spiel wird als Demonstration angemeldet. Ja. Nee, wobei, gerade jetzt die Ultras zum Beispiel, die sind natürlich jetzt, die würden sich ja so freuen jetzt. Das erste Mal, ja, wo Maskierung nicht nur nicht verboten ist, sondern erwünscht ist. Und wenn die dann keine anziehen würde, dann würde ich zum ersten Mal einen Hut ziehen. Die Ultras. Ich sehe das ganze Stadion voller Masken, außer 200 Leute ohne. Der Ultrablock, sonst schwarz maskiert. Die Ultras ohne Masken, das ist ja eine schöne Idee. Also wir driften ab, mein Lieber, aber trotzdem, komm, also wir ziehen das jetzt hier noch durch, die nächsten zwei Wochen mit der Fußball-Bundesliga und freuen uns dann aber wirklich. Lass ihn eine längere Sommerpause machen, um Himmels Willen. Ja, nein, aber, ich finde die Idee gut. Pass auf, nochmal, brauche ich nicht überreden. Je länger man wartet mit dem Spielbeginn der Rückrunde, Hinrunde der nächsten Saison, desto näher kommt man an die zweite Welle. Ja, oder das Thema ist bis dahin mehr oder weniger erledigt. Das wissen wir. Ich meine, Tendenz ist ja immer durchaus positiv. Mhm. Ja, und wenn jetzt diese Großdemos, ja, ohne irgendwas, ja, gegenseitigen Umarmungen und Zungenküssen, ja, zu keinem, wie heißen diese Super-Dinger da? Ja, Superspreader. Superspreader führen, ja. Also dann hätte ich kein Verständnis, warum ein Bundesligaspiel mit einem vollen Stadion nicht stattfinden kann, ganz ehrlich. Aber ein Restart mit 10.000, 15.000, 20.000 Fans in einer 80.000er Schüssel. Pass auf, ich sage dir. Wäre so schlecht nicht. Wir würden uns so drüber freuen. Dieses leichte Surren im Hintergrund. Mhm. Ja. Wahrscheinlich würden noch nur die beiden Fanblöcke platziert werden, aber da können sie ja nicht, das geht nicht. Nee, du musst schon ordentlich verteilen. Du musst schon ordentlich verteilen. Das ist doof, ne? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, jeder Zuschauer, der drin ist, ist eine Bereicherung. Ja, absolut. Ja, definitiv. Gut, lass uns mal auf den Spieltag gucken. Was haben wir gesagt? Hoffenheim spielt gegen Leipzig. So, die Hoffenheimer haben mal eben auf Platz 7 ihren Trainer entsorgt. Ja.
Ja, wegen im gegenseitigen Einvernehmen. Im gegenseitigen Einvernehmen, wegen unterschiedlicher Vorstellungen und Gedanken, was die Zukunft angeht. Ich würde ja behaupten, die wollen unbedingt noch in den internationalen Wettbewerb und sehen den bedroht, weil sie zuletzt 2-2 gegen Düsseldorf gespielt haben. Irgendwas ist da vorgefallen, deswegen der Mann weg. Ja, also ich habe das ja natürlich auch nur, wie du wahrscheinlich in der Presse verfolgt, aber eben, was da so geschrieben steht, dass es da um die Zukunft geht und dass man da unterschiedlicher Meinung war, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da sind ja auch die holländischen Trainer sind da ja auch. Ja, aber da hättest du ja bis zur Sommerpause warten können. Ja, aber pass auf, wenn das jetzt zu einem aktuellen Streit kommt, irgendwie, wenn es jetzt richtig, du weißt ja, wie sowas geht, ne? Das schaukelt sich schnell hoch und dann sagst du so, ja, ich kann jetzt nicht mehr, dann höre ich jetzt auf. So, dann sind wir alle zufrieden. So, wir wissen es beide nicht, das ist auch nur eine Vermutung, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, ja. Es gibt halt Trainer, die sind aber nicht mehr so gut angesehen heute, die eben um spezielle Leute haben wollen, ja, die bestimmte Spiele haben wollen und bestimmte nicht haben wollen. Und das ist heute nicht mehr so en vogue. Ja. Man kann zwar Wünsche äußern, aber es entscheidet ja im Grunde das Management, so ist ja, es. Um nicht eben an einen Trainer gebunden zu sein, plötzlich 4 holländische Spieler zu haben und wenn der weggeht, musst du sehen, wo du wieder hinkriegst. Ja? Ja. Also das ist ja, die Zeiten sind vorbei. Es könnte schon sein, dass es damit zusammenhängt, aber wir wissen es nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall ist es tatsächlich ungewöhnlich. Mhm. Hoffenheim gegen Leipzig, offenes Spiel. Ne? Die Leipziger haben sich jetzt mal wieder ihre Mini-Krise genommen und die Hoffenheimer haben unentschieden gegen Düsseldorf gespielt, schwierig zu tippen. So, jetzt gucken wir mal. Wir wissen, dass der BVB gegen Düsseldorf gewinnen wird, haben wir gesagt. Das wäre wiederum wichtig, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, die zuletzt Big Points, aber sowas von verschleudert hat im Kampf gegen den Abstieg. Werder Bremen. Welche Big Points verschleudert? Ja, das war schlecht, was sie gespielt haben. Unglaublich. Ja. Also ich hatte ja, du erinnerst dich? Ja. Du hattest große Hoffnung. Ja. Wir hatten gedacht und gehofft, ja, wir beide als Werder-Sympathisanten. Wir haben das Momentum auf Werders Seite gesehen. Und ist nicht mehr viel übrig. Und wie kam es genau umgekehrt übrigens? Alle Mannschaften, alle 5, die da unten mit dem Abschluss zu tun, mit dem Abstieg zu tun haben, haben Punkte geholt. Und Werder, der einzige Bremen nicht mal das Nachholspiel, nichts, 0 Points. Ja. Und wenn sie letzte Woche das Momentum haben, dann haben sie das Momentum jetzt gegen sich. Das steht schon mal fest. Das heißt, sie spielen beim Tabellenletzten bei Paderborn. Die Paderborner sind eigentlich abgestiegen. Eigentlich sind sie abgestiegen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, dass die Paderborner zuletzt lustigerweise dann auch diesen Punkt in Leipzig geholt haben. Ja, während Werder ja zu Hause gegen Wolfsburg verloren hat. Es ist keine sichere Kiste für Werder Bremen. Im Gegenteil, das wird eine ganz schwierige Nummer für Werder in Paderborn. Ja, absolut. Weil ich, wie gesagt, also die beiden letzten Spiele haben sich sicherlich anders vorgestellt. Ich meine, sie sind ja immer noch in Schlagweite. Das darf man nicht vergessen. Es ist trotzdem das Endspiel. Ja, aber ich guck auf die Tabelle. Ja. Ja, also es kann sein, ja, wenn die Düsseldorfer eine richtige Packung kriegen. Ja gut, was lachst du denn jetzt? Wir spielen gegen BVB. Ich habe jetzt, also Werder hat nur mit Abstand das schlechteste Torverhältnis. Ja, 33-27. Ja, ja. Das sind 6 Tore. Wenn du selber gewinnst, wenn du selber gewinnst, sei es nur mit einem Tor, dann bleiben noch 5. Und 5 Stück kann der BVB schon mal verteilen. Ne? Also es ist nicht, pass auf, nochmal, ich will nur sagen, auch da ist viel möglich. Ja? Wenn das letzte Woche total beschissen gelaufen ist, kann es vielleicht jetzt da super laufen. Sie sind noch nicht weg, aber jetzt ist wirklich, jetzt kannst Zeit. Du dir auch keinen Ausrutscher mehr erlauben und auch nicht mehr sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, also das ist vorbei. Jetzt, wenn du das Spiel verlierst, musst du auch den Trainer nicht entlassen, weil dann steigst du eh ab. Ist eh wurscht. Dann ist eh wurscht. Also ich glaube auch, sie müssen jetzt, entweder geben sie jetzt Gas oder es wird nichts mehr. Genau. Definitiv. Genau so ist es. Dann spielt Bayern gegen Gladbach. Tut mir ja leid für die Gladbacher, aber das werden die Bayern auch gewinnen. Voraussichtlich ja. Ne? Und dann haben wir noch, einen Namen hatte ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Julian Brandt. Also wir hatten das Thema BVB ja eigentlich schon abgehakt. Aber Julian Brandt ist wieder in so einer Phase, er hat Wahnsinnsspiele. Ja, und dann, unfassbar wahr. Und dann kommt der unfassbare Abfall. Und dann kommt wieder der unfassbare Abfall. Ja, dann gegen die Bayern zur Pause raus. Zuletzt auch wieder richtig, hat sich richtig schwer getan. Künstler. Ja? Ja, gut. Ich meine, ist er immer noch ein junger Bursche, ne? Wie alt ist er? Ja, noch keine Mitte 20. Ja, gut, so jung ist auch nicht mehr, auch schon einiges erlebt, ne? Ja. Ich sag dann immer, kommt aus Leverkusen, ne? Deswegen fühlt er sich so wohl jetzt beim BVB. Ich mag ihn auch. Weißt du, also ich glaube, dass er nicht unter dem Verdacht steht, überheblich zu spielen oder sonst irgendwas. Nein, das keine Starallüren. Nicht schnörkelloser, genau, angenehmer Typ. Guter Junge, finde ich auch. Ja, der sicherlich immer sein Bestes gibt. Es ist natürlich,
erlebt ja auch viel von diesen technischen Feinheiten, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Und da ist natürlich, das gibt Spiele halt, gerade in diesem Bereich, wenn es um Zentimeter ankommt, der Gegenspieler, weißt du, wie dicht ist der, was hat der für eine Aufgabe, wird er richtig beackert oder da sind manchmal ein halber Meter Platz, sind genau der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Ruhe. Ruhe ja, in seinem Spiel, ja. In seinen Aktionen. Zumindest muss er vielleicht dann versuchen, wenn er schon merkt, dass es vielleicht eben nicht so läuft, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man irgendwann als Profi kriegt. Ne? Wenn, du merkst das ja selber, also das kann ich aus Erfahrung sagen. Immer merkst du, heute ist nicht mein Tag. Dann solltest du das mit Übersteigern und Hackentricks vergessen und einfach einen Fußball erstmal spielen. Dann kommt vielleicht nochmal so ein Ding. Ne? Das kann auch sein. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man vielleicht überlegen und ändern kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall nicht an seiner Einstellung oder am Charakter oder an großem Wahn liegt oder so. Ja, vielleicht braucht er noch ein bisschen. Die Bundesliga bleibt spannend. So, und bevor wir für heute einen Deckel drauf machen, mein Lieber, würde ich dir ein Buch empfehlen. Und zwar von meinem lieben Freund, den kennst du auch, Ben Redelings. Ja, sicher kenne ich den. So, der Ben. Einer der ganz Großen, wenn es darum geht, die Anekdoten des deutschen Fußballs zusammenzufassen. Eigentlich wären wir einmal im Monat mit unserem Fußballquiz jetzt kontinuierlich auch im Deutschen Fußballmuseum unterwegs. Geplant war eigentlich für diese Woche auch das größte Fußballquiz aller Zeiten. Aber Corona hat uns leider einen dicken Strich durch diese Rechnung gemacht. Deswegen hatte Ben mal wieder Zeit, ein neues Buch zu schreiben, beziehungsweise ein Buch zu veröffentlichen, und zwar das neue Buch der Fußballsprüche. So, jetzt gucken wir mal gemeinsam da rein, in das Thema Fußballsprüche. Wer fällt dir denn ein beim Thema Fußballsprüche unbedingt? Ja, also da fallen mir zwei ehemalige Mannschaftskollegen ein, auf jeden Fall. Der eine wäre Andi Möller und der andere wäre Jürgen Wegmann zum Beispiel. So, pass auf, Andi Möller. Andi Möller, schlage ich mal eben auf, fängt an auf Seite 297. Was haben wir denn da? Achso. Sprüche von Andi Möller. Verlieren ist wie gewinnen, nur umgekehrt. Gut. Dann weil sachlich ist es nicht verkehrt. So, dann sein legendärer natürlich. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Schön auch für nicht sprachbegabte Menschen durchaus nachvollziehbar. Ja, auch nett. Das ist eine Deprimierung. Gut, da kann man mal so ein Wort gut erfinden. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, logisch. Dann diese Geschichte, erinnere dich an die Schutzschwalbe. Ja, ja. Das war eine Schutzschwalbe. Ich dachte, dass Dirk Schuster mich voll umhauen würde. Ja, und wenn er mich nicht getroffen hätte, dann so. Hätte ich mich verletzt. Pass mal auf. Und dann steht hier noch was, kannst du mir mal erklären, zum Thema Andi Möller. Das hat er nicht gesagt, sondern das war Anfang der Saison 89-90. Ja. Da hing etwas in der Kabine. Dich kriegen wir auch noch. Ja, das war Herr Dr. Schulz, was war denn da los? Das war folgende Geschichte. Also ich war mal wieder gesperrt, glaube ich. Auf jeden Fall musste ich nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Und Andi Möller hatte ja zu der Zeit, er hat ja irgendwie zwei Wochen vorher geschworen, ne, das Wappen des BVB geküsst mit dem Hinweis, er werde den Verein nicht verlassen. Und dann stand ja ratzfatz fest, dass er doch den Verein verlässt. Und dann ist er ja damals, kannst du dich erinnern, vielleicht, die Älteren werden sich erinnern, ist er ja voll in die Kritik geraten. Er wurde ja übelst beschimpft, ja, auch von den Fans, von allen. Er hat also ein richtiges Spießrutenlauf. Und wie gesagt, ich in meiner Sperrphase, und der ja auch manchmal zu nicht ganz witzigen Scherzen aufgelegt war, habe dann von unserem damaligen Zeugwart, Bomber Wiegand, ja, das schöne lange Kuchenmesser genommen, was immer in der Mitte in der Kabine auf dem Tisch lag. Habe dann das an ein Stück Tape befestigt. Andi Möller saß neben mir in der Kabine und habe einen Totenkopf drauf gemalt und drauf geschrieben, dich kriegen wir auch noch. Und das ist dann, als die Jungs nachmittags zum Training kamen, nicht so gut angekommen. Schon gar nicht bei Andi. Also ich war natürlich nicht dabei, aber mir wurde geschildert. Ich weiß ja, ich glaube, er ist nicht raus zum Training oder wollte nicht, weil also alle nicht mehr, weil keiner wusste, wo es herkommt. Ne? Aus Sicherheitsgründen hat man, glaube ich, auf Training verzichtet. Ja, irgendwann kam dann aber doch raus, dass ich es war. Ich musste dann bei Horst Köppel abends noch im Trainingslager antreten, haben noch 500 Mark gelassen. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein war es wieder Spaß wert. Sehr schöne Geschichte. Gut, so komm, dann haben wir noch eine schöne weitere Geschichte. Du hast mir gerade noch empfohlen, einen deiner weiteren Weggefährten und Superstrategen.
beim BVB? Jürgen Wegmann. Ja, natürlich. Ja, Jürgen ja, der Wegmann. Hat ja was, das kannst du ja alles gar nicht merken, was er von sich gegeben hat. Das ist sensationell. Also, zum Beispiel, ich habe immer gesagt, dass ich niemals nach Österreich wechseln würde, auf die Frage, ob er zum FC Basel gehen würde. Oder? Er ist mit der Antwort der Frage etwas ausgewichen. Definitiv. Das muss man verstehen, dass er Schwierigkeiten hat, sich einzugewöhnen. Er ist die deutsche Sprache noch nicht mächtig. Haben sie ja zwei getroffen. Wahrscheinlich war es Sergej Golukovic, weil, ohne Scheiß, die beiden, da sind wir wieder bei Sancho, ne? Ich habe auch Dummheiten gemacht, aber ich habe Gott sei Dank rechtzeitig daraus gelernt. Ja, ich war ja damals da auf dem Platz echt geisteskrank. Ich hatte ja so eine schlimme Zeit, ein, zwei Jahre, ein Jahr, als ich zum BVB wechselte, dann hatte er mehr rote Karten. Rote Karten nicht mal. Das waren ja immer Sperren nach Schiedsrichterbeleidigung oder so. Ne? Und da bin ich tatsächlich nach dem Spiel in Karlsruhe da zu dem Schiedsrichter, ich war einfach nur schlecht gelaunt, gar nicht mal über ihn, glaube ich, weiß gar nicht. Und bin dann auf die Füße gestanden, stolz, hab dann schön die 16er schön reingedreht, ja. Und der war auch nur, glaube ich, gefühlt 1,70 Meter groß und hab dann nach unten geguckt und gesagt, ich hau dir auf die Fresse, du blinden Mist, ja. Und er wollte dann über meine Schulter zum Schiri so rüber, also hoch, oder, Hilfe! Ich weiß gar nicht, wer Schiri war. Walter, Hilfe! Ja. Gut, also ich habe mich natürlich dann sofort danach entschuldigt. Und Gott sei Dank hat er das auch angenommen. Und sagen wir mal, als es dann bei der Sportgerichtsverhandlung ging es darum, und da sprechen wir jetzt von einem Unterschied von circa einem halben Jahr, ja, ob man, wenn man so große Füße hat wie ich, zufällig, wenn man dicht an jemanden steht, zufällig auf den Füßen stehen kann. Das wird es gewesen sein, ja. Oder Absicht, ja. Und diese Frage wurde eben mit, es kann auch zufällig sein, beantwortet. Ja, und das auch. Hat mir dann, ja, also natürlich war es ja keine Absicht von mir. Nein. Und Gott sei Dank konnte ich dann schon nach 8 Wochen wieder spielen. ich glaube, es waren 8 oder waren es 4 Wochen, ich weiß es nicht. Mein Lieber, siehst du, es ist so wichtig, dass solche Bücher veröffentlicht werden, ja. Um diese Wahnsinnsgeschichten nochmal rauszuholen. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass so viele neue Sprüche gar nicht mehr auf dem Markt kursieren. Das befürchte ich allerdings auch. Ja, weil die Typen ja immer weniger werden. Ja, es wird mehr über schöne Füße, über große Städte wie Rom gesprochen. Haarschnitte und so weiter. Ja. Also, liebe Leute, absolute Empfehlung von uns beiden. Ben Redelings, das neue Buch der Fußballsprüche. Können wir an der Stelle einfach mal machen. Ist gar keine Werbung. Ganz im Gegenteil. Und Michael, es war mir ein Fest. Auch das Schwelgen in diesen Anekdoten. Ja. Und ihr solltet unbedingt tippen. Und zwar auf der Seite unseres Partners docom21.de tippt den Bundesliga-Spieltag. Da gibt es Woche für Woche, auch wenn ihr jetzt erst einsteigt, definitiv noch sensationelle Preise zu gewinnen. Bleibt tapfer, haltet durch und freut euch über Fußball und über das Leben an sich. Und bleibt gesund. Und bleibt gesund, unbedingt. Und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser. Ja, macht's gut, ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von docom21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?